Und wir legen uns einfach von Anfang an mit Hellborn an. Der hat auch nichts verloren. Wir haben, glaube ich, jetzt keine Einheit komplett verloren. It is what it is. Hauptsache Malekith is gone. Auch wenn mein Verbündeter da unten ohne des Todes nervt. Gut, dann gehen wir uns jetzt mit dem Zwerg anlegen. Ich bin gespannt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie stark der ist. Die Zwergenkampagne ist erst das Playthrough, wie du noch fühlen. Unzerstörbare Frontlinie und alles mit Artillerie wegbomben. Du, es kommen jetzt Chaos-Zwerge. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber es kommen jetzt Chaos-Zwerge. Nee, ich habe noch keinen Außenposten bei Verbündeten gebaut. Das wäre eine Überlegung, das noch zu machen. Aber ich habe auch keine Verbündeten. Und ich glaube, ich kann bei meinen Vasallen keinen Außenposten reinbauen. Zumindest hat mir das Spiel das noch nicht angeboten. Das geht. Müsste das nicht irgendwo hier sein? Ich habe Kontrolle. Das musst du bei deinen Vasallen manuell machen. Wo kann ich das denn tun? Oben rechts die zwei gekreuzten Hammer. Kriegskoordination. Armee, Außenposten. Ah, danke schön. Ready to ravage. The Supreme Sorceresses of Grand. Nein, das will ich nicht. Ich will halt, Dunkelelfen-Einheiten kriegen. Aber das sind alles noch nicht die Dunkelelfen-Einheiten, die ich haben möchte. Aber die Schnitterspeerschleudern sind geil. Ja. Lass es uns einmal ausprobieren und gucken, ob es uns was bringt. Do not appeal to my better nature. I don't have one. Ja, die mögen uns. Guck dir mal. Also die mögen uns richtig. Die sind auf 120 freundlich. Das habe ich irgendwie nicht erwartet, dass die uns so krass mögen werden. Ich bin halt Korn. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mich irgendjemand mag. Reforged for murder. Fühlt sich auch irgendwie weird an, wenn man als Korn gemocht wird. Killing is such a delicious thrill. Es gibt der Stadt aber auch noch 3 Truppen mehr in der Garnison. Kann ich schaden, so doof, wie die sich anstellen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Geheuchelte Freundlichkeit aus Angst. Nehme ich auch. Nehme ich auch. So, damit würde er Bonuserfahrungen bekommen. Das machen wir. So, und jetzt führen wir Krieg mit Zwergen, ne? Also, das ist jetzt wirklich der Plan. Ich gehe da jetzt nach links und greife die Folterschlucht an. Ich bin schon ein bisschen nervös da, muss ich sagen. Also... Not gonna lie. Consort of Korn.
My proficiency is unsurpassed. Ganz ehrlich, Dunkelelfen sind nicht weniger blutrünstig als Khorne, aber viel sadistischer. Ich glaube, Khorne als Herrscher wäre mir auch lieber. Weiß ich nicht. Ach, gucke mal. Der will sich unbedingt mit mir anfreunden. Das kann er vergessen. Ah, da kommt die Kriegserklärung. Doch nicht. Greift er die Ratten an? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Zwerg. Ich kann nicht einschätzen, wie stark der ist. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie groß die Probleme sind, die er uns schaffen wird. So. The axe thirsts for war. Ich kann es halt nicht sagen. For the wisdom of Valea. Let's go. Es gibt nur eine Richtung. Und die Richtung heißt Krieg. Es gibt nur eine Richtung. Und die Richtung heißt Krieg. Machen wir trotzdem, um Ressourcen zu sparen. Die scheinen aber auch gut gelevelt zu sein, ne, die Zwerge. Also, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe halt noch nie mit Zwergen gespielt. Ich habe halt keine Ahnung, wie gut die Einheiten sind. The Gore Queen. Followers of Chaos. Shield Maiden. Northern Barbarians. Blood for the Blood God. Axe for this, Marauders. Marauders of Khorne. Wenn du gut Armor Piercing hast, geht's sonst stark. Zwerge haben viel Armor, ja. Ja, damit habe ich gerechnet. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das aufgeht. Wir werden sehen. Ich meine, jetzt ist eh zu spät. Jetzt gibt's eh nur mehr drauf da. Das wird schon. Spielen in dem Game Höhenunterschiede eine Rolle? Ja. Wir haben safe auch Artillerie, oder? Das ist alles Axtinfanterie, Axtinfanterie, Pickelinfanterie, Geschossinfanterie. Pickelinfanterie, ah, das sind relativ viele Nahkämpfer hier. Wir
spreading destruction! Approve, old path! Valkia the Bloody! Ich weiß gar nicht, welches Level hat der denn? Der Hauptzwerg. Ach, der ist Level 7. Welches Level hab ich? Ich hab's vergessen. Lass einfach mal reingehen. Ja, okay. Wie kämpft Korn eigentlich gegen Flugeinheiten? Wartet, bis es landet? Waker of Command. Okay. Vielleicht brauche ich... Oh, ich bin Level 17, nicht 14. Okay. Ja, ich glaube, die macht das da hinten allein. Whatever. Oh Gott, die macht das wirklich da hinten alleine. Der ist schon weg. Valkia the Bloody! Oh lol. Slaughter personified! Chaos warriors of Kor! Gods of Chaos! Eviscerate them! Torn and powered! Ich glaube, ich habe den gegnerischen Kommandanten getötet. Ich gehe mal die Bogenschützen hier töten. Die nerven. Danke schön, Sunshine Pride. Vielen Dank. Sunshine Sage für den Sub. Vielen lieben Dank dafür und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Aber die sind teilweise echt zäh. Also, das finde ich krass, wie da quasi meine Einheiten weggedingst werden gerade. Also, Valkia ist übel strong, aber die anderen Einheiten von mir haben schon zu strugglen damit gerade. Also, ist gar nicht so easy, wie ich gedacht habe. It's heavy, also. Zwergeneinheiten brechen kaum. Ja, wir werden sie das Brechen lehren auf jeden Fall. Aber find's jetzt auch nicht so geil, um ehrlich zu sein, gegen Zwerge zu kämpfen. Ich glaube, an denen werde ich mir noch ordentlich die Zähne ausbeißen. Ja, ich habe leider jetzt keine Alternative mehr. Wir cheaten ein bisschen rein. So kriegen auch wir sie gebrochen. Okay.
Bretonin habe ich auch selber noch nicht als Hauptdings gespielt. Hatte ich nur in irgendeiner Form mal als Vasallen. Fand ich cool, aber ich... Also da fehlen mir so ein bisschen Monstereinheiten und so. Ja, ja, da jetzt von hinten reinzugehen, macht's halt jetzt, ne? Aber die haben sich krass gehalten, also not gonna lie, ich hab schon damit, also das hat jetzt mehr weh getan, als ich gedacht habe. Holy shit. Das hat jetzt mehr weh getan, als ich erwartet habe. Da war die Vorausrechnung, naja, aber gut, wir wissen nicht, was die Vorausrechnung gesagt hätte, aber... Ja. Stell dir vor, da musst du als Vampirfürst gegen ankommen. Das ist grausam. Ja, da kommst du ja nicht gegen, da kommst du ja nicht durch, oder? Blood for the Blood God. Also, keine Chance. Valkyr the Bloody. Ich habe jetzt schon das, also. Raise the Yurks. Ich find's jetzt schon echt absurd. Da könnte ich halt jetzt überlegen, ob ich auf rüstungsdurchdringend gehe. Ja, ich glaube, ich werde mal so einen Teil meiner Armee auf rüstungsdurchdringend umstellen. Und einfach mal gucken, ob ich damit durch die Armee besser durchkomme. Weil jetzt brauche ich nicht mehr so viele Schilde. Und damit komme ich vielleicht ein bisschen besser durch gegen die. Nee, nee, ich will die da. Das sind rüstungsdurchdringend, kriegen große Feinde, Raserei und gepanzert. Das will ich haben. Das will ich haben. Doppelechse. Nicht die Hellebarden. The Gore Queen. Aber die haben keine Rüstungsdurchdringen. Ja, die haben Infanterieabwehr, aber die haben keine Rüstungsdurchdringung. Ich will die Rüstungsdurchdringung haben. Nee, steht nicht dabei. Steht oben links nicht mit dabei, die Rüstungsdurchdringen. Ja, ich weiß, dass Zwerge keine großen Feinde sind. Aber die Dinger haben keine Rüstungsdurchdringung. Die haben auch Rüstungsdurchdringung, aber das steht da nicht. Wo ist es denn? Mit der Maus auf Nahkampfangriff. Da steht nix. Ich bin über dem Schadenwert. Achso, bei Waffenstärke unten. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden 24. Und was haben die? Die haben auch 24. Ja, gut, dann habt ihr recht. Dann haben wir extra Geld ausgegeben und nochmal getauscht. Dann habt ihr recht. Pierre, sag das nochmal bitte. Nö. Nö. Nö, ich sag das nicht nochmal. Ich leugne das jetzt auch, dass ich das gesagt habe. The Skull Throne will benefit. Hat das jemand geklippt? Nein. Psst. Psst, psst, psst. So much blood, a worthy triumph.
Grundsätzlich hat jede Einheit bis auf Slanish Peitscheninfanterie ein bisschen rüstungsdurchdringenden Schaden. Manche halt mehr als andere. Slanishs Einheit, die Peitschendinger haben immer noch keine rüstungsdurchdringenden. Ist Slanish eigentlich mittlerweile spielbar? Also, ist der mittlerweile fein? Only a fool would give me anything less than unconditional devotion. Ich will kein Bündnis mit den Ratten. Ich will nur nicht, dass die Ratten mir jetzt den Krieg erklären. Erst die Zwerge und dann die Ratten wegmachen. Ratten sind halt viele Schädel und viel Blut. Slanish hat mittlerweile physische Resistenz, damit sind sie zumindest kein Kanonenfutter mehr. Aber sind die richtig spielbar? Mistress of Skulls. Every hiatus from battle is a chance for a new war. Sind immer noch Pfeifen. Ja, wenn du den Gegner flankst, dann ist er sogar sehr stark, aber bei Slanish ist der Autofight verbuggt. Ach, immer noch. Na gut. Das mit dem, dass der Autofight verbuggt ist, das kenne ich noch von früher. Ich hätte halt mega Bock, mal so einen richtigen Slanish-Run zu machen. Aber solange ich bei den Einheiten immer noch so ein Gefühl habe, weiß ich halt nicht. Slanish ist sehr viel Mikromanagement. Die besten Einheiten sind Glaskanonen. Das traue ich mir und traue ich mir noch nicht zu. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht genau und nicht gut genug in dem Spiel. Aber ich habe schon richtig Bock, mal einen Slanish-Run auf sehr schwer auch zu machen. Vielleicht, wenn wir mit dem Run durch sind. Aber das traue ich mich nicht. Ich brauche das immer noch so ein bisschen, dass ich Einheiten einfach reinschicken kann und dabei zuschauen kann, wie die so... Also ich bin einfach nicht gut genug, glaube ich, für so viel Mikromanagement. Sort of corn. Without question, a bloodbath comes. Violence and death. Corn dominates here. Violence and death. Ich habe mich da einmal direkt reingesetzt, um mich zu heilen, weil da drüben. Ach, das ist nur eine kleine Armee. Nevermind. Never mind, das ist nur eine kleine Armee. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das, was da auf uns zukommt, größer ist. Aber ist es nicht. Gifts for the champion. Gut. Wir könnten halt jetzt hier tatsächlich mal was anderes auswählen. Wir könnten für Blutgier gehen. Dann hätten alle Einheiten mit dem Mal des Korn rüstungsdurchdringenden Waffenschaden, Angriffsbonus, Nahkampfangriff und Immun gegen Psychologie. Und das hätte ich, würde ich eigentlich ganz geil finden, mit der Rüstungsdurchdringung gegen die Zwerge. Das fühlt sich wie noch ein extra Target den Zwergen gegenüber an, tatsächlich. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hallöchen, Schirmcrafter. Und ich glaube, wenn ich den kleinen weißen Zwerg hier weggeballert habe, dann würde ich mich oben rechts gegen den Reiter Norska stellen.
Hallo Psycho. Klein, das kommt ins Buch. Soll er doch. Soll er doch ins Buch schreiben. Ich warte auf ihn. Dankeschön, Xolo. Ich bin ready und ich warte auf ihn. Soll er es versuchen? Hellbronn möchte ich unbedingt als Vasallen haben. Wenn ich jetzt Malekith schon nicht bekommen habe, dann will ich Hellbronn haben. Sind verärgerte Zwerge eigentlich Buchmacher? Jokes, ey. Jokes on you. So. Wir haben jetzt hier... Hier ist er drinnen, glaube ich. Ja. Das müsste ja drin sein. Und das ist seine zweite kleinere Armee. Und der hat auch... Da hinten sind seine Städte. Da unten ist auch noch eine. Also ein bisschen was hat er noch. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht durch. Ich muss da runterlaufen. Oder ich laufe über oben. Ich glaube, ich laufe oben rum. Ich glaube, ich laufe einmal oben rum. Und holen wir gleich da oben das Ding da oben. Der steht halt einfach nur da und macht halt gar nichts. Die Armee hat sich überhaupt nicht rentiert. Aber irgendwie fühle ich mich auch sicherer. Einfach damit, dass ich weiß, dass da oben noch eine zweite Armee, eine Angefangene steht. Auf die ich im Zweifelfall zurückgreifen kann, wenn ich unten zu weit gehe. Der Trailer war mega geil, ja. Den Trailer habe ich gesehen. Ui, was nimmt der Tempel des Kain, greift der da unten an? Ja, das kann er. Das hätte ich eigentlich eh schon längst einem Vasallen schenken sollen, das Zeug da unten. Das brauche ich eh nicht. Ist halt schön, weil die Skaven sind auch im Krieg mit dem. Das heißt, die reiben sich da parallel auch schön auf an ihm. Das ist auch ganz geil. Dann muss ich das nicht alleine machen. Und wieder stehen deine Vasallen im Weg. Ja, der blockiert das wieder, ne? Ja. Jetzt kann ich die Stadt nicht einreißen. Weil der drauf steht. Dankeschön, Joe. Vielen lieben Dank. Also, not gonna lie. Meine Vasallen sind schon nervig. Die sind schon echt nervtötend gerade. Ich gehe da außen rum und hol mir die. Und ich würde... The Dark Convent. I will. So. Dann übergebe ich Ihnen da die Gebiete, weil dann muss ich mich um diese Gebiete nicht kümmern.
Und das macht mich schon glücklich, wenn ich mich um so Gebiete nicht kümmern muss. Ich habe da nämlich gar keinen Bock drauf. Die sollen das unter sich ausmachen und können mich damit in Ruhe lassen. Fury and rage is served. Warum hält man Vasallen denn überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich würde es dir gerne mitteilen. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort drauf. Ich habe keine Antwort drauf. Die gibt's halt. Und sie geben wohl Geld, ja. Also sie geben halt Steuern sozusagen. Und das macht halt Dinge. Yeah! Sind wie Haustiere, richten Chaos an, aber sind aber cute. Auch das ist irgendwo korrekt. Dankeschön, Robotik-Kopf, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, nimm's jetzt ein. Komm. Der hat's nicht geschafft, das einzunehmen, ne? Ja, immerhin können wir die Stadt dann jetzt einnehmen. Ich hatte es halt letzte Runde schon gemacht, aber... Dann machen wir das jetzt, die Runde. Und gut ist. Weil zum Beispiel den Gruftkönigen bieten sich sichere Einkommen und Streitkräfte, die man selbst nicht nur begrenzt hat. Sie können ein wenig von Feinden abschirmen. Ja, ich fühle mich auch abgeschirmt. Es fühlt sich an wie so ein riesiges... Also es fühlt sich ein bisschen an wie so ein riesiges, so ein Fleischschild. Das man hat, so ein richtiges Mietschild. Spare none! It matters not from whence the blood flows. Karnith awakened. Hetwoman. So. The Gore Queen. Damit haben wir das auch einmal eingenommen. Und dann wollen wir das einmal. My proficiency is unsurpassed. Ja, das ist gut. Wir schieben die gerade richtig schön weg. Und jetzt können wir hier Stahlfrost. Wo seid ihr denn? Meine anderen nutzlosen Vasallen. Ja, hier seid ihr. Enter then. Are you after a drink, a fist fight or both? Outstanding. Ja, seht ihr? Seid zwar alle nutzlos, aber zumindest nutzlos in meinen Farben. Und in meinen Farben nutzlos sein hilft mir dann und bringt mir dann halt auch wieder was. Das ist schon... Das passt schon so. Okay, ich glaube, der ist wieder am Leveln jetzt. Perfekt. Gebäudeverbesserungen verfügbar. Ja, nee. Ich würde das auch einmal abgeben. Also, wem gebe ich das denn? Ich glaube, ich gebe dem, wenn wir uns den nochmal anklicken, ich gebe diese ganzen Nebensiedlungen jetzt alle ab. Ich will mich um die auch gar nicht kümmern müssen. Ich gebe denen das einfach und dann... Ich gebe das denen einfach. Ich habe ja auch nichts davon, das zu haben. Oh, Tempel des Kain gibt mir 2236 sogar. Okay. Ja, geil. Da kriege ich sogar Kohle für, dass ich das einmal abgebe. Enchantress. So, und dann kriegt ihr meine letzte noch, die Folterschlucht. Success awaits. Warum behältst du sie nicht? Kostet aber... Ich kann in jede dieser Dinge... nur eine Stadt reinbauen, weil das alles keine dunklen Festen sind. Ich brauche nur dunkle Festen.
Und die zahlen mir eh Steuern. Das heißt, ich bekomme auch Geld dafür, dass die halt so viel haben. Also die Vasallen müssen Steuern darauf zahlen, können dadurch aber auch mehr bauen und werden stärker. Und ich kriege durch die Geld. Aber gleichzeitig muss ich mich nicht drum scheren, auf die aufzupassen. Also ich habe eigentlich nur Vorteile davon, wenn ich die abgebe. Es bringt mir eigentlich gar nichts, die selber zu behalten. Ich will eigentlich nur dunkle Festen haben. Davon habe ich bis jetzt nur eine. Aber das ist okay. Mir macht es ein bisschen Sorgen, wie stark Hellebronn ist. Not gonna lie. Ich habe gerade den Stärkeparameter von Hellebronn gesehen und der macht mir Sorgen. You would be wise to give me absolute loyalty. Ja, glaubt ihr, ich kann ich die übernehmen, ohne denen den Krieg zu erklären? Also könnte ich den Clan Septic auch einfach vasallieren, ohne ihn zu zerstören? Nee. Ja, dann kann ich das nicht annehmen. Dann kann ich ihm nicht helfen. Ah, stimmt, die bekommen auch Boni auf Bündnisverrat, die Skaven. Das habe ich vergessen. Ich würde den Dunkelelfen aber mehr Städte geben als den Norska. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bekommst du einen prozentuellen Wert ihres Einkommens und Dunkelelfen bekommen mehr Einkommen aus Siedlungen. True. True. Ja, den Dunkelelfen werde ich dann alles über... Ja, wobei, ich krieg ja dann hoffentlich noch eine Hellebronn. Ich krieg ja dann hoffentlich noch eine Hellebronn. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, aber auf den will ich jetzt drauf gehen. Ich freue mich mega auf die Chaoszwerge. So, der levelt weiter. Macht Dinge für mich. Nee, den Außenposten will ich nicht verbessern. Krieg mit Gombrindal, da habe ich aber was Schönes verpasst. Da war nicht so viel los, tatsächlich. Also da ist wirklich nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen Angst davor, was da auf mich zukommt. Der läuft auch so ein bisschen weg von mir gerade. Das finde ich auch schade, dass der keinen Bock hat, da irgendwie mit mir ein bisschen mehr zu kuscheln. Weiß ich gar nicht, Ninox, tatsächlich. Ich könnte eigentlich mal meinen Untergebenen sagen, dass die da hinten weitermachen sollen, ne? Damit wir den auch wegbekommen. Also, holt euch mal das da hinten. Ich krieg den jetzt, oder? Ich glaube, ich krieg den jetzt, aber der wird safe fliehen. Und ich glaube, dann kriege ich ihn nicht mehr. Nope. Dann kriege ich ihn nicht mehr und das ist sehr schade. Be quiet or die. Bloodshed awaits.
Wir gehen da. Aber er kriegt wieder Verschleiß. Ja, er kriegt durchgehend Verschleiß. Aber es... Also ich möchte auch einfach schneller angreifen, weil ich habe einen Boni, wenn ich viele Schlachten hintereinander führe. Und deswegen will ich dem gar nicht so lange hinterherlaufen. Ich will den einfach zerstören. Ich will den einfach wegrasieren. Ist aber ein gutes Zeichen, wenn er rennt. Aber das ist kein gutes Zeichen. Das ist Hellebronn. Wenn Hellebronn sich bewegt, dann ist das kein gutes Zeichen. Ich will nicht, dass Hellebronn sich bewegt. Hallöchen Fenris, einen wunderschönen Dia. Eieiei. Schön, schön, dass du dich mal wieder hier erfeiert hast. Ich freue mich. Habt ihr gesehen, wo der Zwerg hingelaufen ist? Ich habe einmal dazwischen kurz weggeguckt. Careful. Und habe die Übersicht verloren. Oh, Grünhäute. Was will der von mir? Nicht Angriffspakt, nee. Links oben. Links oben? Ah, der ist an mir... Ist der an mir vorbeigelaufen? Ah, der hat getunnelt. Kleine Pissnäcke. Kleine freche Pissnäcke. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hedgewoman. Spill blood for corn. Also. The glory of- ja, das war halt stupid. Jetzt ist er halt in der Dings von meiner Siedlungsgarnison. Und ich würde das tatsächlich autoresolven, weil ich die Wölfe sowieso austauschen möchte gegen die Bluthunde. Damit werde ich genau die richtigen Einheiten los. Take strength from the fallen. Das finde ich ganz gut. Nice, da haben wir richtig viel Belohnungen gerade abgegrast. So, und wir wollen... Wobei, wir kriegen jetzt halt auch höllengeschmiedetes Heer. Ist auch geil. Höllengeschmiedetes Heer und ein paar Ogre. Oder oh, wilde Manticore des Chaos. Ja, wir wollen wilde Manticore des Chaos haben. Das wollen wir. Manticore sind so bad, leider. Aber die sind cool. Grombadil hat einen ehrenhaften Untergang verdient, finde ich. I'm sorry. Da hätte ich eine frühere... da hätte ich früher was von euch gebraucht. Tut mir leid. Karnis awakened. Aber vielleicht steht er noch mal auf. Greater killing ability. Vielleicht steht er noch mal auf. Rechtzeitig. Sweet, sweet murder. Ich hätte halt jetzt auch gerne tatsächlich einen Helden mal, also einen zweiten Kämpfer in der Armee. Und die Frage ist hier halt so ein bisschen, wollen wir, ihr findet das gar nicht gut, wenn ich mir einen Hexer in die Armee hole, ne? Ihr seid mehr der Typ für, ich schieb mir den Cormac, den erhabenen Helden, da rein. Doch, ich finde das super. Das ist super, einen Hexer zu holen. Das findet vor allem Korn nicht gut. Ja, dass Korn es nicht gut findet, weiß ich. Ja, lasst mal eine Umfrage machen.
Lasst mal eine Umfrage machen, ob wir einen Helden drin haben wollen, einen Hexer drin haben wollen oder nicht. Ob wir uns nochmal einen Feuerhexer holen. Ich fand den auch sehr cool, aber ich verstehe auch, dass viele von euch den nicht so toll fanden, weil Korn das vor allem nicht so toll findet. Korn soll nicht rumholen, der muss ja nicht auf schwer spielen. Sehr schwer sogar. Wir spielen sogar auf sehr schwer. So, und wir brauchen auf jeden Fall... Sind die Chaos-Streitwagen, also können die was? Weil sonst würde ich mir potenziell auch einfach noch einen Chaos-Streitwagen, also ein Pferd reinholen und das zu einem Chaos-Streitwagen machen. Nur wenn du Konstant am Laufen hältst, das kriege ich hin. Aber es ist halt, du sprichst halt die Infanterie der Zwerge, deswegen... Okay, die Leute wollen Hexer. Gut. Dann bekommen wir einen Helden. Einen Feuerhelden. Aber wir bekommen nächste Runde einen, weil die Fähigkeiten sind alle nicht so geil. Ja, ich würde mir noch so einen zweiten Streitwagen hochleveln. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, oder Chaos-Troll. Oder nochmal Chaos-Troll. Ist auch geil. Können wir noch einen Chaos-Troll. Und dann kommt noch ein Hexer rein und dann passt das ja mit der Armee. Dann ist die ja voll. So, der ist am Leveln. Das ist viel zu teuer, das will ich nicht machen. Und das braucht noch, bis wir da so weit sind, dass wir da weitermachen können. Ich habe richtig, richtig Schiss vor Hellebronn. Streitwagen kannst du spielen wie die Hunde, immer in welche Ziele rein, niemals in Infanterie, die tanky ist oder mit zwei Händen. Aber ich dachte, das ist ein Infanteriebrecher. Steht dabei. Also die Streitwegen quasi. Ja, das ist gelogen. Ja, ich dachte halt so... Die bleiben in der Infanterie stecken und sind dann RIP. Okay, na gut. Dann wohl eher nicht. Dann sackt das wohl eher. Du musst auf sie aufpassen wie auf so ein kleines Kind, dann sind die gut. Das klingt alles nicht so geil. Hat Korn irgendwelche krassen, geilen, großen Monster? Ja, so große Dämonen oder sowas. Chaosriese und Blutdämon. Ja, das ist geil. Wo sind die, wenn man sie braucht? Sowas hätte ich jetzt gern. Move! So, wir gucken nochmal. Feuer, höllische Dominanz, geschuppte Haut, das ist halt beides nicht das, was wir wollen. Wann refresht sich das denn wieder?
We exult in this strength. Alle paar Runden. Oder wenn du einen kaufst und dann entlässt. Ich habe halt so viel Geld, könnte ich halt fast machen, ne? Ich könnte eigentlich fast dahin gehen und sagen, alles klar, ich rekrutiere mir einen. Und schmeiß ihn wieder weg. Und hab dann nächste Runde einen neuen. Ich muss auch noch zu meiner Questschlacht teleportieren. Ich mache jetzt die Elder-Spitze weg und dann teleportiere ich zu meiner Questschlacht. Blutdämon, Kriegsschreien des Chaos. Das klingt alles sehr cool, aber dafür haben wir noch nicht genug geopfert. Achte bitte auf die Kohle. Ich habe unendlich viel Geld. Ich bin unendlich reich. Es gibt nichts, worauf ich gerade achten muss. Ich spiele aber sehr schwer. Das ist völlig normal, dass meine Einnahmen da oben negativ sind. Das ist völlig normal. Deine großen Monster kriegst du bei Valkia nur über die Gaben. Also wenn du da 25.000 rein investiert hast. Ja. Unter den Zwergen sind Gruftkönige, die auch sehr nerven, vor allem wegen Skelettbogenschützen-Spam. Aber Schädel für den Schädelthron. Schädel für den Schädelthron. Ich glaube halt tatsächlich, dass ich bei diesen Skelettbogenschützen auch einfach Valkia allein in die Backline schicken kann und die das alleine auseinander nimmt. Aber da fließt kein Blut. Ja, dafür töte ich Skaven. Du bist der absolute Albtraum von Gruftkönigen. Wegen der Rüstung? Hallo Troll. Das wäre halt übel geil, wenn der Dude jetzt einfach das hier angreifen würde, statt daran vorbeizulaufen, um das dahintere anzugreifen. Bei Gruftkönigin kannst du Valkia allein den Kommandanten töten lassen. Ja, das habe ich bei den Zwergen ja auch gemacht. Also. Ja, mache ich auf jeden Fall. Mache ich auf jeden Fall. Und jetzt holen wir uns da hinten noch Eldas Spitze. So. Ihr dürft euch einmal wieder erholen, eine Runde. Wir haben da jetzt ein paar Runden lang nur laufen, okay, laufen, okay, laufen, okay. Der Vasall macht doch immer das, was er nicht soll. Ja. Ich werde dem Vasallen das auch nicht, also nicht verzeihen, dass der mir tatsächlich mein Malekith-Vasallen zunichte gemacht hat. Wie der auch wirklich, also der möchte unbedingt mit mir befreundet sein, ne? Doch, doch, ich habe dem klare Anweisungen gegeben. An der schafft trotzdem, sie zu umgehen. Ich habe da nichts verloren. Mein Vasall hat da was verloren. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nicht bereit, die Schuld auf mich zu schieben.
absolute word. Unrelenting murder! This aids the cause of war. Reforged for murder. This is property of the Gore Queen. Consort of Khorne. By my black will. So, das ist das Letzte, was von dem kleinen Zwerg noch übrig ist. Dann ist er gone. Beacon. Die kleine Armee da auf der Seite, die meinen Vasallen geklatscht hat. There will always be blood. Was soll ich sagen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sind die Auserkorenen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht mehr so viel Angst vor den Gruftkönigen. Agreed. Mortals will quail. Also ich weiß, ihr wollt einen Feuerhexer haben, aber wie cool sieht der Metallhexer bitte aus? Also so ein Dude mit Metall, mit grausigem Antlitz und dann ein Feuerhexer für die andere Armee. This was expected. Ja, ich bin schwach. Ich will die. Dankeschön, Haskell, für den Prime Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wollen wir einfach parallel anfangen, da noch mehr Krieg zu führen? Ich meine, gibt ja eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen da seitlich, oder? Eigentlich. Also die Armee macht ja nix. Einfach da noch einen Krieg erklären. Einfach noch mehr. Weil das Ding ist halt jetzt, wenn ich jetzt da eine Schlacht gewonnen habe, kann ich da oben die dunkle Festung auf Stufe 4 hochziehen. Was ja auch schon insane ist so. Ich weiß, mit wem die verbündet sind. Das sind die Vasallen von, das sind die Vasallen von dem da. Von Prinz Siegwald, der Prachtvolle. Aber ich bin ja stärker als der. Ich würde einfach anfangen, parallel die zweite Armee hier auch zu leveln. Muss ich sowieso machen, weil als nächstes kommt ja dann Hellebronn auf mich zu. Und ich brauche eh zwei Armeen gegen Hellebronn. Gegen Hellebronn komme ich mit einer Armee eh nicht an. Wäre eine witzige Mechanik, wenn man das Khorne-Magier rekrutiert, kommt Skarbrand und klatscht dich. Also ich möchte an dieser Stelle einmal anbringen, ich bin Valkia. Und ich finde, wenn es eine Khorne-Fraktionsperson gibt, die sich das erlauben darf, auch mal was zu machen, was Khorne nicht geil findet, dann ist es Valkia. Wenn nicht sie, wer dann?
would be wise to give me absolute loyalty. Aber eigentlich doch eher Skarbrand. Skarbrand braucht keine Magie. Das dachte Skarbrand auch. Ja, psch. Wir müssen Fehler machen, damit wir dann überhaupt erst wissen, dass es Fehler waren. Karnith awakened. Behold my wrath. Ach du Scheiße, ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Not likely. Mistress of Skulls. Das ist der Bereich, an dem ich sage, hallo, wir laden nochmal neu. Ich komme da nicht ran. Oder ich bleib halt genau hier einfach stehen. Never. Sword Maiden of the Blood God. Ja. Oder ich bleib hier einfach stehen und warte drauf, dass er rauskommt. Hetwoman. Oh lol, doch, ich komme an den ran. Ihr wolltet, dass ich das fighte, ne? Ihr wolltet einmal Grombrindal kämpfen sehen. Ihr wolltet ja einmal sehen, wie der zugrunde geht. Ich dachte, ich komme an den nicht ran. Danke für den Hinweis. Ging doch. Wir spielen jetzt Zwergenklatschen. Immer auf die Kleinen. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass der vielleicht gar nicht mehr, also, dass die andere Armee gar nicht rechtzeitig ankommt. Guck mal, ich weiß, die Manticoren sind nicht gut, sagt ihr ja selber auch immer. Aber die sind halt schon richtig cute. Ich finde die halt richtig cute. Master, behold! So, und die neuen Einheiten. Wir haben hier einmal die Auserkorenen des Korn. Die sehen halt übel geil aus. Holy shit. Chaos Warriors. Skull Crushers. Yes! Shield Maiden! The dark embrace of death is not the end. Prove your martial prowess to Khorne. Skull Crushers of Khorne! Schick meine Armeen langsam. Außer Valkyr. Valkyr kommt alleine. Wie geht die Kinocam nochmal? Ah, mit K. Er ist schon Half-Life. Wir warten mal auf die Verstärkung. Ich habe den da getötet.
It is done! Glorious slaughter! Give me blood! Steht da jetzt alleine drinnen. Und dann kämpft sie da jetzt alleine. Oh mein Gott. Und alle laufen auf sie zu. Our blood boils! Untireless foot! For the dark gods. Obliterate them! Komm, Radiant und Claire können Valkyria vielleicht wehtun. Wenn das auch nicht hilft, ist sie wahrscheinlich unaufhaltbar. Die kriegt schon Schaden. Aber ich habe halt Sachen mit Gegenheilung und ich kann auch noch aufstehen und fliegen. Also, noch mach ich mir keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Ach so, vielleicht sollte ich meine Armee auch mal reinschicken. Ich hatte meine Armee bis jetzt einfach nur daneben stehen lassen, weil... Slaughter personified! Ich schau nur zu. Valkyria the Bloody! Ich kann mit der halt irgendwann alleine Armeen recken, glaube ich. Das ist schon echt absurd. Der hat die ganze Armee da gesammelt und jetzt das Kornschwert rein, ne? Jetzt das Kornschwert rein. Slaves to darkness. Fight and kill. Ich glaube tatsächlich, auf das wird's auch hinauslaufen. Also, ich habe jetzt den gegnerischen Hauptzwergendude getötet und ich warte jetzt drauf, dass das Schwert hochgeht. Und dann werde ich, glaube ich, einfach einmal da in der Mitte das Schwert reinsetzen und ich glaube, dann wird die Armee brechen. Ich glaube, auf genau das wird es tatsächlich hinauslaufen. Weil ich glaube, die kriegen sie jetzt auch nicht mehr down ohne den... Also... Ich glaube nicht. Ich laufe da jetzt auf die andere Seite hier und dann machen wir von hier auch noch zu. Slayer haben unendlich Moral. Das werden wir gleich sehen, ob die unendlich Moral haben. Ach, meine Manticore ist da mittendrin in Rage. Es sieht aus wie eine kleine Suppe. So, wir schicken einmal die Manticore raus. Alter, Falter, ey.
Holy shit. Holy shit. Ja, ist schon geil. Also, not gonna lie. Korn wäre stolz. Korn wäre absolut stolz. Und da hinten fliehen sie jetzt. Wie war das mit der unendlichen Moral? Die unendliche Moral ist vielleicht doch gar nicht so unendlich. In den Topf kommt heute ein Kopf. Ja, ich weiß, dass du die Slayer gemeint hast. Ich wollte nur ein bisschen freuen. Ich freue mich einfach nur, weil die einfach richtig gut läuft, die Kampagne gerade. Und ich auch sehr schwer spiele und es ist erst mein dritter Versuch mit ihr. Ich habe es jetzt das erste Mal am Mittwoch gespielt und ich freue mich einfach, dass es klappt. In 50 Sekunden können wir nochmal das Schwert machen, aber ich glaube, so lange leben die nicht mehr. Slayer trollen, das kommt ins Buch. Und jetzt können wir uns noch gegenheilen. Ja, erinnert mich mega an Battle of Bastards, so wie die da eingesperrt wurden. Aber ist krass, die brechen echt nicht. Also, die kämpfen bis auf ihr bitteres Ende. Ist schon beeindruckend. Die sind immer noch nicht gebrochen. Also, die musst du echt töten. Sonst sterben die nicht. Ist krass. Ey, das war wunderschön, Leute. Die kämpfen literally auf den letzten HP. Haben Slayer nicht unerschütterlich? Ich glaube schon. Also, was der Chat vorhin gemeint hat, ich glaube schon. Hat halt geil ausgesehen. Also. Slayer haben nur ein Ziel in der Schlacht: sterben, um ihre Schande auszulöschen. Das wusste ich gar nicht. Geil. So. Und dann finishen wir die jetzt einmal. This aids the cause of war. Mistress of Skulls. The Gore Queen. So. Einmal Fraktion vernichtet an dieser Stelle. Einmal Fraktion vernichtet und einmal hier ans andere Ende der Welt gewandert quasi. So, können wir noch was upgraden? Nee, die brauchen alle noch ein bisschen. Die sind alle noch nicht ready für ein Upgrade. Aber wird noch. Ach, den da. Den zweiten Troll können wir noch verbessern. Und Valkyr selber können wir upgraden. Die kriegt hier nochmal das hier. Und nochmal Führerschaft. Geil. Und dann schicken wir den kleinen Metallhelden mal auf den Weg. Und parallel können wir da ja... Moment, stopp. Erst wollen wir hier 8000 ausgeben. Und dann können wir hier einmal den Krieg erklären. Und können hier in das nächste reinrennen und das auch direkt niederreißen. Ja, können wir gleich ein Geschenk an den Vasallen machen damit. Geil, kriegen wir auch Geld für. Und haben nochmal eine Belohnung von 5000 bekommen. Übel. Und können da jetzt weiter leveln. Das finden wir gut und den wollen wir auch leveln parallel. Der bekommt Nahkampfabwehrführerschaft, Nahkampfangriff. Da gehen wir auf das. Okay, dir fehlt, glaube ich, noch eine Forschung, um auf Chaosreiter upgraden zu können. Ja, ich bin da, glaube ich, gerade dran. Ich glaube, das müsste hier hinten sein. Oder, nee. Irgendwo hatte ich es gesehen.
Irgendwo hatte ich es gesehen. Da sind Blutbestien, Streitwagen und Schädelbrecher. Da sind die Ruinen. Schwertmaid. Ja, ich will halt die Schwertmaid haben. Das ist halt Regeneration des Todes. Mitte Höllenritt. Das ist Bewegungsreichweite. Macht für Valkyr nicht Blitzschlag Sinn? Bestimmt, aber... Was macht denn Blitzschlag nochmal? Feindliche Schlachtverstärkungszeit plus 25%. Ah, wenn du die so abfangen kannst, die Armeen, ne? Ja... Nee, ging eigentlich ganz gut gerade. Auf Level 3 gibt es keine Verstärkung dann mehr. Ja, okay, aber bis ich auf Level 3 bin, habe ich hier ja quasi schon Hellebronn besiegt. Bringer of Glory. Ich glaube, wenn ich jetzt einmal hier fertig geheilt habe, teleportiere ich zu meiner... Zu meiner Schlacht, wie heißt die? Dann latsche ich, glaube ich, zu meiner Questschlacht. Reparierst du die Siedlung und baust die auf? Nee. Nee, die schenke ich nachher irgendeinem Vasallen. Die reparieren sich ja langsam selber so ein bisschen. Das muss reichen. Der dritte Punkt bei Blitzschlag ist der Schlag. Du kannst dann, wenn viele Armeen eng zusammenstehen, jeder mir einzeln angreifen. Die können sich dann nicht mehr gegenseitig unterstützen. Du hast dann dreimal eine Schlacht gegen eine Armee anstatt eine Schlacht gegen drei Armeen auf einmal. Ja, das ist übel strong. Das ist wirklich übel strong. Vielleicht sollte ich da wirklich den Fokus mal drauflegen und das draufschieben. Das wäre vielleicht gerade jetzt in Bezug auf Hellbronn gar nicht so blöd, wenn wir das haben, bevor wir mit der in den Krieg ziehen. Korn ist eh mehr Fan von Abbauen als von Aufbauen. Ja, ja, alles kaputt machen und anderen das Aufräumen überlassen. Erwartet ihr was anderes von Korn? I mean, I'm Korn. Ich finde, ich mache meinem Namen alle Ehre. So, und jetzt kommen wir da hinten. Oh, wir brauchen beide Seiten, um an die Schwertmaid zu kommen. Schade. Das heißt, wir müssen hier weitergehen. Dann wird das noch länger brauchen, bis wir die haben. Okay. Fahre ich da jetzt unten einfach weiter durch? Ich habe gar nicht überlegt, was ich jetzt tue. Ob ich dann einfach weiter kriege? Also... I guess, es ist immer weiter Krieg führen. Dominanz. What do you seek? There will always be blood. Oder teleportiere ich mich jetzt zu meinem Schlachtfeld? Ich hole mir einmal hier Brot des Kornes, damit ich voll gelevelt bin. Und dann müsste ich ja jetzt eigentlich... Wie komme ich denn zu meiner Questschlacht nochmal? The Gore Queen. Dann lass uns die Questschlacht noch machen und hoffen, dass wir dabei nicht wipen. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Weit entfernt von den kalten Verheerungen der nördlichen Steppen ist ein unbedeutender Ork-Wagboss namens Muga mit seinen Truppen in das Tunnelwegnetz marschiert, um dort ein paar Stumpsen zum Verkloppen zu finden. Stattdessen sind sie direkt in ein Versteck der Skaven gestolpert. Im Augenblick der Panik von seinen Überlebensinstinkten geleitet, hat der Mystiker der Rattenmenschen in dem verzweifelten Versuch, einen Blutdämon für ihre Rebellen herbeizurufen, einen Riss zwischen den Welten geöffnet. Womöglich hat Korn seinen Blick auf einen kurzen Moment auf ihn gerichtet und eine Gelegenheit erkannt? Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass der Prophet der Skaven lediglich die Kontrolle verloren hat. Denn sowohl sein Volk als auch die Ork-Armee wurden binnen eines Augenblicks in das Reich des Korn gesaugt, wo sie nun auf ihr Schicksal warten. Abermals wird der Blutgott seine Geliebte mit dem größten aller Geschenke ehren. Krieg. Das bedeutet, der schenkt mir quasi, dass ich die verdresche. Krieg mit Kerzen. And they say romance is dead. Korn is all about it, kill and chill. Boah, da sind 8584 Skaven. Ich glaube, meine Manticore wird verrecken. Aber das ist so in Ordnung. Die Manticore tauschen wir einmal aus gegen den Zauberer. Kriegen wir eine Sequenz? Das startet nicht automatisch, oder? Ich kann mir ganz schnell was zum Trinken holen gehen. Ich muss einmal ganz kurz... Okay, Leute. Ich bin ready. Sweet boons of war! I come for the Bloodfather's gifts, yet it seems I will get even more. How fond I am of the quarrelsome, green-skinned simpletons. So easy to slay, yet just as easy to bring to battle. And the ratmen, craven they may be, but always willing to brawl for their worthless lives. Perhaps some will be worthy enough to stay here and fight for Korn forever. Let us find out. It is done! Master, behold! Chaos, warriors of Korn! Our blood boils! Sate my bloodlust! Karnith steals us! Guided by the Valkyrie! Chaos, warriors! Ich fange mit einer Seite an. Und kümmere mich dann um die andere Seite. Die sollen da in der Zwischenzeit was auch immer tun. Voll
Eyes of Chaos! Die sehen auch ziemlich widerlich aus, die Dinger. For Chaos! Not gonna lie. Chosen of Khorne! Search for Khorne! A strong plan! Ich glaube nicht, dass ich irgendwas reinschicken muss, außer Valkia, gerade vom Gefühl her. Aber du bist da. Du wirst halt genau zu diesem großen. Ja, du wirst gleich sterben. Du bist halt genau zu dem Riesen da. Lass uns mal den Riesen töten gehen, Valkia. Komm, lass mal den Riesen töten gehen. Queen Ascendant, now is our time. Annihilate them. Savage duty. War. Army of the Dark Gods. Lauf mal zu dem Riesen. Ja, das wird übel entspannt werden. Warriors of Khorne! Onward, Northmen! Eure Verbündeten wurden von den Skaven überwältigt. Na und? Also, ich will ja nichts sagen. Aber... Darkness, Khorne! Das macht mir jetzt wenig Sorgen. The Gore Queen! Certain death! Da hinten kommen so ein paar einzelne kleine Ratten auf uns zu. Flieg da mal rüber. Stell die mal. Chosen of Khorne! Glorious mutilation! Warriors of Khorne! Murder of Khorne! Destroy them! Ich hasse Ratten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Ratten hasse? Shield Maiden! Ich hasse Ratten. Ich kenne auch niemanden, der Ratten nicht hasst. Northern Barbarians! Make claim! Northmen, retreat! Fight and kill! Conquest! Slaughter personified! Ich krieg da hinten halt nicht die komplette Aggro gezogen. Und das nervt. Chaos Warriors! Kill them all! Chosen of Khorne! Carnith steers us!
aided by the Valkyrie! Braucht die halt einmal, dass sie da drum herumlaufen. Wir waren einen anständigen Weg. Damit wir da einmal hinten reinbrechen können. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und die müssen auch einmal bitte den anderen Weg laufen. Das bringt mir nichts. Wenn die da feststecken, die Einheiten kommen hier nicht durch. Wir stecken alle in den Ratten fest, quasi. Blood for the Blood God! Skull Crushers! Yes! Garneth steals us! Spread and destruction! So, die macht da oben ihre Geschichte alleine. Das passt gut. Und es ist wichtig, dass wir die Artillerie da einmal wegbekommen. So. Sollen da einmal hochrennen. Und die dürfen da generell einmal alle wieder raus. Ja, dieses große, dieses Glockending da ist elendigst nervig. Also wirklich. Damit macht die mehr Schaden. Mehr Schaden ist gut. Chosen of Korn! Flay them all! Rage and Fury! Skulls for the Skull Throat! Battle hungry! Slaves to darkness. So. Und da ist jetzt die Flucht. Und da ist jetzt die Flucht. Die tankt das halt alleine. Team kriegt halt zero Schaden. Da sind jetzt die Grünhäute on the flight quasi gebrochen. Ich habe nur eine Manticore verloren. Dafür, dass das ein Dingsfight ist, bin ich echt zufrieden. Dafür, dass das ein Storyfight ist. Storyfights sind immer härter. Oh, ich wollte jetzt nochmal das Kornischwert draufballern lassen. Dankeschön, Gesingos, für 49 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ja, ich glaube, das war okay gespielt, ja. Also ich habe nur die Manticore verloren and that's it. Und die Manticore hält auch nichts aus. Und ich habe die Manticore aus Versehen in den Riesen reingelenkt. War irgendwie zu erwarten, dass sie stirbt. Oh lol, nicht mal die Manticore ist RIP. Das sind nur verbündeten Einheiten. Ja, easy. Kill without... Ja, ihr seht. Und jetzt laufen wir wieder nach oben, weil wir jetzt dann mit Hellbronn oben am Fighten sein werden. Und wir haben jetzt für sie noch, ja, wir haben jetzt den Speer freigeschalten, ne? Ich weiß gar nicht, was wir mehr haben wollen. Was ist denn geiler? Der Speer oder der Skars Krakentöter? Ich weiß gar nicht.
I guess wir gehen einfach für den Speer, weil er zu ihr passt. Den Speer kann nur Valkia tragen. Das andere Ding kannst du auch jemandem anderen geben. Okay, ja. Dann geben wir ihr das auf jeden Fall. Dann macht das ja Sinn, ihr das zu geben. Und dann gehen wir hier auf mehr Einkommen. Für alles, was wir da unten tun. Mehr Geld. Und dann gehe ich einmal da nach oben. Und gebe da mal meinem anderen Dude da mal ein ordentliches Schwert. Und ein paar schöne Sachen hier. Na? Dann bist du auch nicht ganz so nutzlos. Ein bisschen nutzlos bist du trotzdem. Not gonna lie. Boah, da kommen ekelhafte Dinge auf uns zu. Slapnir, soweit ich weiß, eine der besten Waffen überhaupt, so knapp hinter dem Schwert des Kane. Oh krass, das wusste ich gar nicht. Ja, die ist auch richtig aufgeladen gerade. Die ist richtig, also die hat Bock. Die hat richtig Bock. Kann ich die anderen Einheiten? Da ist sonst, glaube ich, nichts ready, ne? Doch, da. Der ist auch ready für ein Upgrade. Aber sonst sind die anderen Einheiten noch nicht ready. Aber das wird, ist jetzt schon eine krasse Armee. Also das läuft jetzt schon ziemlich gut. Not gonna lie. Das sieht gut aus für uns. Ich will die Sachen alle nicht reparieren. Das ist alles Arbeit. Ich habe gar keinen Bock auf Arbeit. Lass mal du Siedlungen tauschen. Ah, ich kann dir die gar nicht geben, weil es nicht direkt anliegt. Ja. Das tut mir leid. Dann musst du da unten. Ah, du kannst da auch gar nichts mehr einnehmen, weil da überall schon der Barbar dran sitzt, ne? Ja, gut. Dann, nicht. Dann warten wir auf den nächsten Vasallen. Den Barbar will ich nicht noch mehr in den Rachen schieben, weil der gibt nicht so viel Steuern. Was ist denn mit der Minimap passiert? Wieso? Was hätte mit der Minimap passieren sollen? Man muss nicht alle, man kann auch damit gewinnen, dass man alle Gebiete einnimmt. Aber muss man nicht. Es gibt eigene Questziele, die man hat, um zu gewinnen. Ach so, weil ich da oben rausgezoomt bin. Kannst du auch reinzoomen. Wir machen schon gut Map Painting gerade. Wir machen schon richtig gut Map Painting gerade. Ja, und jetzt quasi wieder nach oben und oben mit Hellebronn anlegen. Wir haben einen richtig guten Run gerade. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich mir den noch versaue. Aber ich bin auch echt zufrieden gerade. Hellebronn muss ich halt dann wirklich als Vasall haben. Das verzeihe ich mir nicht, wenn ich die auch noch verliere. Allein, dass ich Malekit jetzt nicht hatte, tut schon so weh. Cross me, and I will be your most painful undoing. Nee. Kann jetzt noch jemand anders gewinnen? Sieht jetzt noch, nur noch nach Einsammeln aus. Ich bin immer noch schwacher als Hellebronn. Malekith habe ich geschluckt. Und mein Vasall hat ihn leider gefinisht, sodass ich ihn nicht vasalisieren konnte.
Also wir sind mit Abstand noch nicht auf einem Level, wo ich sage, wir haben easy gewonnen. Ich glaube, wenn wir da, auch wenn wir da jetzt schon runtergelaufen sind, aber ich glaube, wenn wir da über oben laufen, sind wir schneller aneinander. Hallöchen. Oh, das ist ein furchtbarer Name. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt vorlesen möchte. So. Schaffen wir den einmal. Das wäre halt geil, wenn wir den einmal da abdingsen würden. Na, ja, wobei, wir sind gerade sogar stärker als Heilbronn. Die hat sich gerade irgendwo aufreiben lassen. Das war gut. Das war gut und das war smart. Jetzt kommen wir da nicht ran. Natürlich kommen wir da nicht ran. Das war auch zu erwarten, dass das darauf hinausläuft, dass wir da nicht rankommen. Kann ich mich halt auch wieder zurückbewegen. Da stehen wir jetzt nicht gut. Aber nicht schlimm. Die Einheiten da drumherum sind Gott sei Dank nicht ganz so stark. So. Wir stehen da. Welcher ist das denn? Ich hab Valmir doch schon Korne verschrieben. Ich will ihn eigentlich jetzt gerade nicht nochmal neu verschreiben. Ich will die für was anderes jetzt derweil erstmal noch haben. So, und hier sind wir am Durchballern weiterhin. Ui. Ich weiß nicht, was da unten kommt, aber ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht, was da unten kommt und ich will es nicht wissen. Hallo Joker. Kann ich mir eigentlich mit Valkia einen anderen legendären Commander irgendwie einverleiben? Funktioniert das bei ihr? Könnte ich mir einen Skarbrand einverleiben? Also ich meine nicht als Vasalle, sondern als zweiter legendärer Commander, den ich selber spielen kann. Alle anderen Warrior of Chaos. Okay, dann geht's Skarbrand nicht. Aber ist trotzdem geil. Good to know. There will always be blood. March or die. March or die. Ja, ich laufe ja schon. Wir sind auf dem Weg. Schneller geht nicht mehr. So, die schmeiße ich raus, die Manticore. Die ist zwar süß, aber wir wollen einen kleinen Zauberer mit in den Reihen haben. Jawohl. So,
Was steht hier jetzt? Gottes verbiet's it. Das ist gar nicht so schlimm, was hier steht. Also wir kriegen die safe nicht getötet mit der Armee. Vor allem, weil wir halt auch echt angeschlagen sind. Deswegen würde ich mich auch erstmal hier in mein Gebiet zurückziehen. Und erstmal ein bisschen heilen. Aber da rasieren wir, glaube ich, mit der Hauptarmee gleich richtig krass drüber. Also ich mache mir da gerade echt gar keine Sorgen. Ich war so ein bisschen nervös wegen Helleborn. Aber bin ich gerade nicht mehr. Ach so, Konföderation geht auch nicht, geht nur Vasallieren. Schade. So eine Konföderation hätte ich auch gefeiert. Skarbrand und Valkia in der Konföderation. Also, ich will ja nicht sagen, dass das ein feuchter Traum ist, aber es ist schon ein bisschen ein feuchter Traum. Sigurd ist in der Lore, aber auch eher ein unangenehmer Zeitgenosse. Da ist Skarbrand ein Buddy dagegen. Ist Sigurd so furchtbar? Ich weiß nur, dass Sigurd... Warte mal. Sigurd ist der schöne Prinz, ne? Als Bellacor der Archeon kann man die anderen konföderieren. Ah. Ja, weil Sigvald ist ja, genau, der Sigvald hat nicht eine Truppe von Dudes, die im Spiegel hinterher tragen. Sigvald hat eine Spezialeinheit von, also eine Spezialgarde, dessen Schilder so gut spiegeln, dass er sich daran selbst betrachten kann. Also, das sind Schilder. Das sind Spiegel, ja, aber es sind auch Schilder. Es ist zumindest nicht komplett nutzlos. Wise. Do not displease me. No. For chaos. Wir sind bald da. Wir sind bald da. Es handelt sich nur noch um zwei Runden, dann sind wir da. Oh, Vampirflotte muss ich auch unbedingt nochmal spielen. Sigurd ist ein Menschenfresser in der Lore. What? Das wüsste ich gar nicht. Man kann es sich so cool vorstellen. Skarbrand und Valkia in beiden Armeen. Und dann schickt man beide vor. Und von der einen Seite metzelt Skarbrand und von der anderen Seite Valkia. Wäre schon nett. Ich würde das auch übel feiern. Der möchte mich wirklich als Verbündeten haben. Ich ihn nicht. Ja, Sigurd ist ein begeisterter Vergewaltiger, Menschenfresser, alles andere, was so Chaos ist. Boah, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich verdrängt, glaube ich. Ist ja nicht so toll. Aber andererseits, er ist halt auch von Slanesh, ne? Ich hätte super gern noch einen richtig geilen Slanesh-Helden. Also eine weiblich gelesene Slanesh-Dämonin hätte ich gerne noch so einen. Wobei Dämonen sind ja alle genderneutral in dem Franchise, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder fast alle. Nicht alle, aber fast alle sind ja. Dämonen haben ja kein Geschlecht so in dem Sinne. Aber so einen weiblich. Einen femininen Slanesh-Dämon hätte ich gerne noch. So wie Valkia. Ich glaube, Valkia ist tatsächlich eine Frau. Also eine weiblich gelesene. Aber die anderen sind, glaube ich, alle geschlechtsneutral. Oder? Aber könnte auch sein, dass die auch androgyn ist. Kann sein. Valkia war mal ein Mensch, genau. Und ich glaube, deswegen hat sie noch ein Geschlecht. Ich glaube, die anderen Dämonen haben alle keins. The cold is
unnoticeable in the heat of battle. Er ist auch einfach cool. Valkyr ist kein hundertprozentiger Dämon, sie ist irgendwas dazwischen. Ah. Das wusste ich gar nicht. Blut für den Blutgott. Das klingt auch gut. Deswegen gibt es auch den Skill, der sie zum Dämon macht. Ah. Ja, ich lerne hier lauter Dinge. Das ist halt, also Warhammer mit der eigenen Community spielen macht halt noch mehr Spaß als ohne. Sie war eine krasse Kriegerin, die, als sie gestorben ist, von Cornus seine Braut wiedergeholt wurde. Ich glaube, diese Dinge kommen mir sehr bekannt vor, alle. Ich glaube, ich habe die alle schon mal, also ich habe das alle schon mal gehört, aber einmal wieder vergessen. Gibt es, wenn man Bock hat, mehr über, Valkyr zu erfahren, irgendwelche Bücher, die ihr empfehlen würdet, die man da lesen könnte? Okay. Der ist einfach in mich reingelaufen. Das kann man natürlich so machen, wenn man das so möchte. Ach, es gibt ein ganzes Buch sogar über sie. Oh, geil. So. Na komm. Ja, dein Wutparameter hat sich mittlerweile wieder so ein bisschen beruhigt. Weil wir ein bisschen zu lang nicht gekämpft haben dazwischen. Aber ich arbeite daran. Wir sind gleich wieder voll dabei. Ich habe meine ganze Armee von ganz links da jetzt nach oben gebracht. Nur damit wir jetzt hier gemeinsam richtig hart kämpfen können. Und uns jetzt mit zwei Armeen Hellebronn einverleiben. Die wird jetzt auch nicht mehr froh werden. Hellebronn wird jetzt auch... Das war's jetzt mit Hellebronn. Das machen wir noch. Ja, wir könnten halt hier Verlust, Verstärkungsrate, das haben wir halt drinnen. Einheitenerfahrung, erhaltene Verbundenheitspunkte, Fraktionsführer gewährt, anderen Kommandanten seine Erfahrung, das wollen wir alles noch nicht. Und das haben wir alles noch nicht freigeschalten. Was hätten wir hier? Einheiten wird sofort danach alle aus eigenen Einheiten hinzugefügt. Rüstung plus 10 für Armeen, deren Anführer Korn verschrieben sind. Statt. Das wäre halt schon richtig geil. Das wäre schon richtig geil. Vorsicht auf die Chaoszwerge. Was ist das für eine Frage? Ja. Natürlich. Ja. Mega. Oh, hier könnte ich jetzt Chaosritter freischalten. Hier haben wir Zeit des Schamanen Gunst aus einem Gebäuden plus 40. Damit würden wir Hexer des Chaos freischalten können. Was auch geil ist. Hier bekommen wir dann Chaosriesen. Was auch geil ist. Aber ich glaube, ich gehe erstmal auf Geld. Noch mehr Geld. Wobei, ich kann mir ja auch mehr als nur eine Sache leisten da. Ich kann ja...
sind halt alle sehr teuer, die Sachen. Wollen wir Chaosriesen haben? Oder ich gehe erstmal auf das hier und danach überlege ich mir, was ich noch haben möchte. Es kommt auch ein neuer Charakter für Kislev raus. Oh, echt? Das wusste ich gar nicht. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Leute, wann ist eigentlich fast 22 Uhr geworden? Hallo, Rapunzel. Das war ja so nicht geplant. Ich bin halt voll in dem noch eine Runde Modus. Ulrika klingt auch cool. Bei Warhammer fliegt die Zeit so krass weg. Ist halt echt so. Ist halt wirklich so. So, Leute. Valkia ist jetzt da. No way. You have my favor. Kill them all. Ja, ich stell den da ganz provokant erstmal hin. Das ist für mich tatsächlich fein, den da einmal ganz provokant hinzustellen und zu gucken, ob die einen Ausfall wagen. Da, wir machen einmal einen Rückzug nach hinten, einen Fallschritt. Ist für die Armee zu viel, was da drin ist. Aber nicht, wenn wir gleich mit Mama da sind. Oh lol, der flieht. Wir spielen, sobald die Chaoszwerge rauskommen, tatsächlich eine Vierer-Kampagnenrunde. Eine Woche lang, also ein paar Tage hintereinander, richtig schön mit Grind, zusammen mit Maurice, mit Johnny und mit Brücki. Also ist geplant. Ich weiß noch nicht, was ich spielen werde, wenn wir das machen. Aber wird, glaube ich, cool werden. Der geht auch zu Mama. Ich glaube auch, dass der auch zu Mama geht. Sobald die Chaoszwerge rauskommen, wir haben noch kein festes Datum, müssen noch einmal abklären. Also unmittelbar danach. Speak before my graven throne while I decide whether to take your skull. Mega geil, ich freue mich schon auf eure Multirunde. Ich mich auch. Ich freue mich auch richtig drauf. So, wir wollen einmal da oben rein. Sword Maiden of the Blood God. For the Blood God. Violence and death. Ja. This aids the cause of war. Reforged for murder. Khorne dominates here. Your defiance is noted. Ja. Wir rollen da jetzt schon ziemlich hart drüber. On the warpath. Du und Maurice seid doch im Creator-Programm. Könnt ihr das nicht auch eher spielen? Ich weiß noch nicht, wann wir spielen können. Wir haben dazu noch keine Info bekommen, ab wann wir dürfen. Ich habe noch keine Ahnung. So, ist da noch was fertig geworden zum Upgraden? Nee, ne? Sind so krass hochgelevelt mittlerweile. Ist übel geil. Ja, aber weiter geht gerade noch nicht. So, der traut sich da auch nicht durch. Gut.
Seelen gehen zur Neige. Oh, ich kann mir das nicht leisten. Das ist ja scheiße. Die haben mir nicht genug Seelen gegeben, die Armeen. Du kannst auch gegen andere Leute spielen, ja. Du kannst mit oder gegen andere Leute spielen. Wir müssen uns dann auch noch überlegen, wie wir das machen. Ob wir dann quasi 2 gegen 2 spielen oder ob wir zu viert gegen die KI spielen. Aber ich hätte schon Bock auf so 2 gegen 2. Wo wir dann halt auch wirklich die ganzen Schlachten ausspielen und dann halt auch wirklich in die gegnerischen Armeen reingehen. Zum Schlachten ausspielen. Das wäre halt schon hart. Das wäre dann halt schon richtig hart, aber habe ich noch nie gemacht. Danke für die Empfehlung, Jim Bob. Es gibt ja nur 3 spielbare Chaoszwerge. Einer muss was anderes spielen. Ich glaube, dass wir ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich sogar nur einen Chaoszwerg dabei haben werden. Wobei, wer weiß. Also ich freue mich mega auf die Chaoszwerge. Ich freue mich mega auf den neuen Content. Aber ich zum Beispiel muss jetzt auch nicht zwangsweise die Chaoszwerge spielen in der Runde. Also ich bin auch voll happy damit, was anderes zu spielen. So, dich jagen wir einmal. Und mit dir rennen wir da einfach die ganzen Städte nieder. It matters not from whence the blood flows. There will always be blood. We will make you welcome. Die verliert auch gar kein Leben mehr, wenn sie gegen die Städte anrennt. Das ist halt insane. Also die rastet halt auch irgendwie nur noch aus. The gods. What is this foolishness? Ich frag mich halt die ganze Zeit, wo die halt ist. Solange wir hier am Plündern sind, können wir halt auch ohne Probleme die ganze Zeit unsere Stadt weiter ausbauen. Außer meine Seelen gehen schon wieder zur Neige. Meine Güte, warum geben die denn zu wenig? Das ist echt ätzend. Also, ich töte hier so viel, aber die haben einfach keine Seelen für mich. Weil es nicht genug Armeen sind, wahrscheinlich. Wo ist sie denn? Sie müsste immer noch stärker sein als ich eigentlich. Ich habe nur keine Ahnung, wo sie ist. Gleich kommt irgendwo um die Ecke so eine mega krasse Armee, ich sag's euch. Irgendwo ist sie da. Irgendwo ist sie und ich weiß nicht wo. Aber mein Verbündeter macht da ordentlich Dinge, also... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht ist mein Verbündeter auch ein bisschen lost. Der kleine Frechdachs, ey. Der kleine Frechdachs.
Kleiner fucking Frechdachs. So. Was haben wir jetzt hier? Das ist okay, armeetechnisch. Das ist alles nicht so wild. Kommen wir hier ran? Ja. Wir kommen hier ran. Junge. Junge. Und jetzt kommen wir wieder nicht ran. Greif ihn an, mach ihn weg. So. My visions predict failure. Sword Maiden of the Blood God. This weather writhes like a savage animal. This will fail. No. Spill blood for corp. Ich will das einmal spielen, weil da sind coole Einheiten drin. Und ich will euch die einmal zeigen. Da sind richtig coole Einheiten drin. Und wir haben unseren Metallbändiger noch nicht ausprobiert. Und die haben Kalibibibis, die kann ich nicht aussprechen. Master, behold! Metallbändiger, ja, Toff wäre stolz, tatsächlich. The Gore Queen Ascendant! Chaos Warriors! Skull Crushers! Battle Hungry! Army of the Dark Gods! So, das ist unser Metallbändiger jetzt, ne? Aha. Na gut, ich bin gespannt auf unsere Waffe. Und auf der anderen Seite haben wir hier Dunkelelfen. Ja. Slaughter personified. Devoted legion of killers. I do not ask you to fight. I am telling you to fight. Warum so ein langes Gesicht? Wow. Chaos Sorcerer. Ja, ich würde da einfach allein reingehen. Yes. Ihr kennt das ja schon. Ja. Oh, okay. Die haben heute doch nicht so Bock. Chosen of Korn, lusting for slaughter. For chaos. War. Die machen Schaden, die großen Viecher. Die großen Viecher machen Schaden. Ich würde da noch mal ein bisschen rausgehen. Die großen, die machen Aua. Für die großen bin ich nicht so gut. Die haben ordentlich wehgetan. Warriors of Korn! Skull Crusher!
Ashes of Khorne. Slaves to darkness! Sleipnir thirsts! Ach, man sieht das Glänzen in deinen Augen, während du gegnerische Horden abschlachtest. Ist das so offensichtlich? Ja. Kill, maim, burn! Followers of Chaos! Skull Crushers of God! Horns of War! Shield Maiden! Das ist auch cool. Das kannte ich noch gar nicht. Chaos Sorcerer! Yes! For the dark gods. Darkness calls! For the blood god! Sorcerer! Chaos Warriors! Klar, aber sollte ein paar von meinen Einheiten gegen die Monsterschlechter vielleicht tauschen. Nur so als Idee. Andererseits rasieren wir hier auch einfach wieder komplett durch. Ah, okay. Valkyria the Bloody! Chaos Warriors of Khorne! Our Black Gods! Chosen of Khorne! Wir wollen die. Ach, der läuft da einfach durch. Der läuft da einfach durch. Hallo. Können Sie bitte aufhören, mich zu ignorieren? Der läuft da einfach durch. Na gut. Ah, ja, ja, ich weiß, dass ich meine eigenen Einheiten damit schädige. Das ist mir bewusst. Aber das ist es halt worth it. Wenn das Monster dafür stirbt. Ich will die Seelen. Ich will die ganzen Seelen. Aber da ist sie auch nirgendwo. Wo ist sie denn? Irgendwo muss doch. Spoils and blood. Paint the walls in blood. Nothing obstructs us. So. Irgendwo muss sie doch sein mit ihrer Armee. Ich verstehe nicht, wo sie ist. Gifts for the champion. The gods. Ach, der hat noch ein Level up sogar. Excellent. Es gibt sogar eine Eigenschaft, die man bekommt, wenn man so viel seine eigenen Einheiten tötet. Gibt Max HP. Ist vor allem für One-Man
Woman Army fast ein Muss. Oh, dann sollte ich sogar durch meine eigenen Armeen durchschnetzeln. Good to know. So, Leute. Und hier würde ich jetzt für heute meinen Schlussstrich ziehen. Ich finde, wir haben einen echt guten Punkt gerade. Ist gut. Ah ja, wir können... Ach, ich kann der... Achso, die haben die noch nicht eingenommen. Die liegt nicht an. Die zwei müssen wir da noch einnehmen. Und dann sind wir durch. Das heißt, ich mache jetzt quasi einmal mein... Beende einmal die Runde. Dadurch wird auch gespeichert. Und, Your lifeless corpse shall be dedicated to the Blood God. Dankeschön, Collapse Project, für den Prime-Sub. Dankeschön. Alter, die ganze Elite der Dunkelelfenbrigade fleht hier um ihr Überleben. Erst Malekith, dann der komische Dude da, der Schönling aus dem Osten, der die ganze Zeit mit mir ein Friedensabkommen haben möchte. Und jetzt Helleborn. Ich bin enttäuscht. Ich bin excited, aber ich bin auch enttäuscht. Ja, Malus, der alte Schönling, ist schon... Also... Im Gegensatz zu Malekith, dessen halbes Gesicht weggeätzt und wegverbrannt ist, ist Malus schon ein Schönling. Sieht ein bisschen aus wie der Leadsänger von der Metalband. Danke nochmal auf jeden Fall, Collapse Project. Dankeschön, Dankeschön. Finde ich auch, wenn du siehst zum Beispiel, dass du die dunklen Elfen aus dem Spiel nimmst, hast du die perfekte Ausgangsposition, um alles zu zerschmettern. Ich will Helleborn unbedingt als Vasallen. Malus sieht als Zakhan besser aus, finde ich. Weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht im Kopf. Malus, der vom Dämonen besessenen Schönling. Auch Dämonen können attraktiv sein. Ich glaube, die Armee schafft meine Garnison von meiner Hauptstadt gar nicht mehr da oben, um ehrlich zu sein. Wenn der jetzt stirbt, lache ich. Nee, der ist geflüchtet. Sie kriegen den nicht. Ich heule. So, wir speichern. Das ist es. Und dann spielen wir nächste Woche weiter, Leute.